Leute, willkommen zurück zu Miitopia Part. Da muss ich jetzt selber überlegen, ich glaube 58 im letzten Part war der riesige Kampf gegen die Sonne, gegen den dunkleren Fürsten Dumbledore. Danke, dass das Video 130 Aufrufe erreicht hat. Und ja, das ist ein bisschen was, ist nicht wenig. 4 Likes ist, ja, okay. Ja, wir starten jetzt und der Kampf war richtig krass. Gar nicht so einfach. Die Villa ist jetzt fertig gebaut. Die Villa ist ein luxuriöser Ort zum Entspannen. Es bietet Platz bis zu 90 deiner Gefährten. Oh, einige Teammitglieder möchten direkt dorthin. Ich ziehe in die Villa. Ich auch. Und was? Oh, ich ziehe auch in die Villa. Na gut, ich dann aber auch. Krass, Madaru und 4 andere sind in die Villa gezogen. Im Gasthaus sind jetzt Plätze frei geworden. Okay. Plätze sind frei, dadurch, dass... Und du kannst alte Mitglieder aus der Villa zurückholen. Das werde ich direkt machen. Nun viel Glück bei deinem Abenteuer. Ja, vieles Neues. Du hast 60 HP. Jetzt kommt das. Mach das los. HP bei mir ist aktiver. 40 HP. Das hört sich doch nicht, oder? Lecker, lecker. Groß verdammt. Okay. Reicht. Wir müssen jetzt... Ja, ist gut. Ich will die auch jetzt holen. Team bearbeiten. Ich möchte so Metalldinger, ne? Das habe ich schon gesehen. Todd möchte. Oha. Ja, aber ich will euch holen, Leute. Ich will euch auch noch Sachen kaufen. Ist ja nicht so, als ob ich nur uns Sachen kaufen möchte. Auch wenn wir euch nicht mehr so dringend brauchen. Will ich mich trotzdem bei euch bedanken, dass ihr mir geholfen habt, ne? Geh ins Gasthaus. Ne? Wir haben mir Big sehr geholfen. Nicht jeder, aber fast jeder. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ja. Aber fast jeder hat mir geholfen. Zum Beispiel Todd hat ganz gut mitgespielt. Wer hat noch gut mitgespielt? Zombie, glaube ich, war. Ich glaube, vom Zombie war ich ein bisschen enttäuscht. Paluten war relativ gut, ne, muss ich sagen. Und Paluten war gut. Ja, aber keiner ist gerade in der Villa. Ja, ihr setzt euch wieder da hin. Nein, ich gehe da hoch. Loser. Spaß. Paluten, immer der Arme. Ich muss ihn immer. Darstellen. Ja. So. Also die Clown will ich mir auf jeden Fall. Ist das schon das Limit? 999.000 oder war es 9.999.000 oder? Wäre schon 9.999.000. Das wird schon ein bisschen unheimlich sein. Viel zu viel. Ja, wir machen weiter. Wir wissen eigentlich nicht, was wir machen sollen. Unser Team ist wieder da. Aber ich glaube, ich habe da schon eine hallo konkrete Idee. So eine Ahnung. Stimmt. Stimmt. Einmal gibt es hier neu. Ayla Galapa. Leute, ihr denkt, es ist schon das Ende. Ich habe auch Fun Fact. In der letzten Folge habe ich am Ende des Videos gesagt, das ist die letzte Folge. Da hat man schon vielleicht schon weggeschaltet. Und ganz am Ende habe ich dann gesagt, das war Spaß. Okay. Ayla Galapa haben wir. Und was ist denn eigentlich? Das mir sehr aufgefallen ist, ist, dass man mich nicht versteht. Ich weiß nicht, ob das deswegen versuche ich zurzeit daran zu arbeiten, dass man mich irgendwie besser versteht wie beim Mikrofon, weil irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie werde ich es noch versuchen. Ich hoffe, es geht irgendwann mal besser. Ja, und dann haben wir noch Neo Lumina. Das ist ein sehr krasses Gebiet. Aber wir gehen erstmal zu weit gereist. Ab Part 60, würde ich sagen, gehen wir dann zu. Zu Ayla Galapa. Informant Ken. Jeden Tag kommen Leute hier in die Stadt vorbei. Ob ein guter ist oder böse. Das sieht man ihn nicht an, der Nasenspitze an. Viele kommen oder ziehen vor Augen zu haben. Die verschwinden dann meist auch schnell wieder. Du siehst aus, als würdest du gerne möglichst viele verschiedene Leute treffen. Ach, die müssen wir gar nicht reden, ne? Das ist unnötig. Hier gibt's Medaillen. Schauen wir uns die mal an. Wir haben nicht so viel. Oh, wir haben 111. Gar nicht so bad. Wahrscheinlich so irgendwas mit 40%. 41. Ist nicht übel. Okay, Leute. Dann machen wir weiter. Hier gibt es einmal die Aufgabe mit Dings, mit der Inkling-Dings. Dann haben wir nochmal eine schwere Quest. Also normal bei dieser Höhle, denke ich wieder, da Dings. Dann haben wir hier ein Vampir. Das ist eine sehr gute Quest. Eine Aufgabe.
Und noch eine normale Aufgabe und dann noch die hier. Die machen wir nächste Woche, schätze ich mal. Aber heute machen wir die. Das ist nämlich eine sehr wichtige. Schlecker Vampir Marius. Ey, aber ganz schön. Hast du das hier an? Ich habe meinen ganzen Sohn aufs Haus. Darin lebt nämlich eine Kreatur des Schreckens. Nicht irgendeine ganz gewöhnliche Monster, nein. Ein Geist. Ein richtiger, echter Geist. Das nervt ein bisschen, deshalb möchte ich dich zu einem Gefallen bitten. Kannst du den Geist auf mein Haus vertreiben? Ja. Also wir werden die nächsten Parts erstmal hier ein bisschen rumlaufen und Sachen machen, ne? Wunderbar. Ich sollte dich am besten mitleiden. Ja, das wäre gut. Nämlich, das ist die Vampirklasse, wie ihr sehen könnt. Und das ist sehr cool, weil man bekommt eine Überraschung. Aber ich will euch nicht mehr erzählen. Und hier in was zum Geier, haben wir ja schon dieses Haus da oben gesehen, nämlich ist die Burg, ich sag mal eine Villa oder was auch immer. Und ja, da haben wir uns ja gefragt, was die da macht, ob die noch irgendwo für gut ist irgendwann. Und Leute, bitte guckt jetzt nicht doof. Hier oben habe ich ein Level nicht gemacht. Aber da, wer macht das denn freiwillig? Ist meine Frage hier. Egal, wir gehen jetzt erstmal in diese Villa. Okay, es gibt mehrere Wege. Nehmen wir mal den linken. Nehmen wir mal den linken. Villa Macabra. Das ist echt ein cooles Gebiet. Auch leider besuchen wir das Gebiet nur eine sehr kurze Zeit. Ich glaube, vielleicht nur diesen Part, schätze ich mal. Sieht sehr cool aus. Ja. Bin Fan von diesem Gebiet. Und ich glaube, zu 99% ist da Monster drin. Oh, nee. Das schauen wir doch nicht. Aber es ist eine einfache Aufgabe, aber ich finde, die haben schon ein paar starke Gegner, die wir uns gleich ansehen werden. Schätze ich mal. Oder es gibt einfach keine Monster hier in diesem Level. Und die Wege spielen auch keine Rolle. Die können wir einfach überspringen. Also die brauchen wir nicht. Also zum Beispiel, wenn da 10 Wege sind, die müssen wir nicht alle gehen, weil der Ort verschwindet leider eh. Zwar ich weiß schon. Müsste sein. Ach, Skelette. Ich meine, da wären andere Gegner gewesen, aber naja. Werden wir bald sehen. Das war echt klasse. Super. Megawitz. Ja, die können uns eigentlich gar nichts mehr. Sonst kommen hier stärkere Monster, aber eben nicht. Das finde ich aber auch gut. Im Kämpfen bin ich eine Niete. Wer hat die? Habe ich da mal gesprochen? Habe ich jetzt wieder vergessen. 1650 gerettete Gesichter. 560 HP. MP nicht. 1700 Gesichter. Ich werde auch ein paar Gesichter bald mal farmen. Also, dass ich irgendwie 2000 habe. Weil ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich liege ein bisschen zurück. Muss immer noch abblenden. Ich glaube, ich muss mal die Leute wechseln. Ich will jetzt mal von Cornels gehen. Das kannst du leider nicht machen. Es tut mir echt leid, aber nein. Okay, dann haben wir die beiden. Der muss noch ein bisschen mit Pop besser klarkommen. Ich mit Cornels, schätze ich mal. Ja, 20, glaub mal. Du möchtest ein Gothic-Kleid. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich kaufe dir das nicht. Ganz kalt gesagt, das kaufe ich dir nicht. So, wir haben eine Kiste und einen Weg. Also, jeder normale Mensch will auf die Kiste gehen, oder? Jeder will das machen. Naja. Ich glaube, manche würden auch den linken Weg nehmen, wenn man alle Wege gehen möchte. Aber hier, das lohnt sich nicht, Leute. Das lohnt sich ehrlich nicht. Ja, die sind ein bisschen stärker, aber auch nicht viel stärker. Ich meine, hier gab es immer stärkere Gegner. Bin mir ziemlich sicher. Aber naja. Vielleicht sind die einfach weg. Wer weiß, was mit dem passiert ist. Ich hoffe wirklich, man hört mich jetzt besser im Mikrofon. Ich habe das schon länger, aber es hat irgendwie nie richtig funktioniert. Das nervt ein bisschen. Das muss ich irgendwie mal perfekt einstellen. Vielleicht mache ich es hier nach, aber dafür brauche ich ein bisschen. Oh, Stab der Sonne. Das sieht cool aus. Das hat was. Coole Waffe. Ja. Sehr coole Waffe. So. Okay, schauen wir mal weiter. Was machen wir jetzt nächstes? Hier würde ich mal was machen. Das sind teuer, auch teuer. Aber Cooper Nelson, hier kaufe ich die Matroschka-Talar. Die sind ganz cool, die Dinger. Sind das nicht diese großen Figuren mit diesen
Da gibt es erstmal die größte, dann kleiner, wird es immer kleiner mit den Figuren. Die kann man dann halt öffnen, die Figur. Da sind immer kleinere drin. War das nicht das? Ich glaube schon. Sieht so ähnlich aus. So einen habe ich ja auch, glaube ich. Sieht interessant aus. Ne? Ich würde jetzt so gerne mal in den... Okay. Animal Crossing New Leaf Let's Playen, aber ich habe keine Capture Card für mein 3DS. Das ist teuer. Sehr teuer. Ich weiß nicht, früher irgendwie 200 Euro. Es gibt bestimmt Capture Cards, die günstiger sind. Weil gibt es so für die Switch auch. Also muss es das auch geben. Ich weiß nicht. Ja. Gehen einfach den Weg aus Spaß, weil sonst ist das Video ein bisschen kurz. Foxhex hat eine Flasche gefunden. Ja, also hier im Geisthaus würde ich es auch nicht trinken, wie alt das wohl ist. Wahrscheinlich irgendwie 10 Jahre. Oh ne, also die Wege gehe ich alle nicht. Aber ist ja vorher nicht, ob das verschwindet oder nicht. Hammergeist. Oh, mir ist nie aufgefallen, jetzt mal so als am Rande. Mir ist nie aufgefallen, am Mikrofon ist ja so ein Ding an dem Mikrofon, so ein Flauschding oder wie auch immer. Ich dachte, das kann man nicht abmachen. Hab ich das außersehen abgemacht und auf einmal sehe ich hier das Ding. Richtige Ding. Ja. Keine Ahnung, warum ich das nie gemerkt habe, aber war halt so. Ich weiß nicht, ob man mich dann besser hört. Ich hoffe schon. Vielleicht war das Ding schuld, dieses Kuschelding da. Aber irgendwie bezweifle ich das trotzdem. Ich mache jetzt auch ein bisschen mehr Schaden, oder? Ja, schon. Es war jetzt auch ein bisschen stärker, muss man auch sagen. Die Gegner können auch gar nichts, ne? Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier mal bessere Gegner gab. Es gab mal so Bilder, irgendwie so. Gemälde. Keine Ahnung, wo die sind. Ja, für 1500 Gold kann man das mal machen. Den oberen Weg gehen. Oder generell den Weg gehen. Und das Level spielen. Warum nicht? Gut. Wie findet ihr das Gebiet von 1 bis 10? Also ich finde es vielleicht so eine 9. Auch Level Up. Und die auch Level Up. Das finde ich gut, weil die sollen sich ja alle gleich gut kennen. Wir spielen noch ein bisschen weiter, weil so lange spiele ich gar nicht. 12 Minuten. Okay, diese Pfanne hier. Das Moral-Dings. Komm, wir kaufen dir mal diese Pfanne. Aber so vielen Leuten will ich jetzt nichts kaufen, weil es ist schon teuer. Und ich will meinen Mitgliedern erstmal ein bisschen was kaufen. Weil bald kommt ein schweres Gebiet. Ein schwereres. Nicht so schwer ist das jetzt auch nicht. Aber es hat schon eine Schwierigkeit. Und da geht's dahin. Ja, nee, unter mir gehen wir nicht. Wir gehen jetzt in dieses Level rein. Und schauen mal, was da abgeht. Jetzt Marsch. Ich frage mich, was Marius so mag. Oh Gott, das ist das Geist. Das ist das Geist, das ist der Geist. Ah, der Geist. Das geht's. Das Geist, das habe ich auch noch nie gesagt, das Geist. Okay. Plopp-Puppe. Warum habe ich direkt... Ach, egal. Hier kann man es immer sehen. So. Oh, ist sehr effektiv. Auch. Ja. Einfach drauf. Wie fällt das aus? Oh. Also viel ist was anderes, ne? Ich weiß, dieses Monster ist nicht so stark. Oder dieser Gegner. Dieser Boss-Dings da. Dieses Monster meine ich. Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh Mann, jetzt muss ich... Tickets benutzen, ist egal. Warum bin ich denn jetzt rechts? Ey, das gefällt mir gar nicht, dass ich rechts bin. Kann man einstellen, oder? Beste Freunde, 21. Okay, das ist gut. Ich glaube, das könnte der letzte Schlag sein. Ja. Das ist eher wie ein Monster, bin ich ehrlich. So, es hält nicht viel aus. Ich will ableveln, dann bekomme ich, glaube ich, eine neue Attacke. Ach du meine Güte, war so eine Kuseltor. Aber jetzt habe ich mein Haus zurück. Zur Belohnung, wie wäre es hiermit?
Das ist zwar eigentlich ein Familienerbstück, aber ich finde, das verdient. Ledermulett, da habt ihr es. Also dann, auf Wiedersehen. Ja, das ist eine coole Sache. Die Quest von Mario ist abgeschlossen, aber ich will jetzt nicht mit einer neuen Klasse anfangen, bin ich ehrlich. Wenn ich bald eh eine neue Klasse, eine neue Technik bekomme, ist das eigentlich egal. Ne? Deswegen ist das, brauche ich das jetzt nicht. Oh, was sieht da? Ach so. Okay. Das Fledermulett hat angefangen zu leuchten. Die Macht ist sowas. Vampirkräfte erwachen. Du kannst deine Klasse nur in Vampir ändern. Huhuhu. Eine neue Kraft ist erwacht. Du kannst jetzt die Klasse Vampir auswählen. Damit gebietest du über die Macht des Untoten. Huhuhu. Ja. Du kannst jetzt die Klasse Vampir wählen. Die Klasse wechselst du über die Menüoption. Team. Also worauf wartest du noch? Nee, Leute, das machen wir nicht. Ist zwar cool, der Vampir, aber den brauche ich nicht unbedingt. Es gibt noch eine andere Klasse, eine neue. Das wäre Markus. Ist mal gemein. Es tut mir leid. Ich möchte mich wieder mit dir vertragen. Ich mich doch auch. Danke, Box6. Ist auch so unnötig manchmal. Diese Streitereien. Wie sieht's hier aus? Not good. Ja, Leute. Letzter Part, auch 25 Minuten, ne? Da müsst ihr auch dankbar sein, ne? 25 Minuten Video, ne? Ist schon krass. Wir können noch was Neues machen, ne? Aber können wir mehr machen? Ja, ich glaube schon. Im nächsten Part würde ich vielleicht sogar zwei machen. Aber wir gucken erstmal davor. Endlich kann ich wieder den Queen holen. Im eigenen Sarg schläft es sich halt immer noch am besten. Okay. Das machen wir heute noch. Das machen wir vielleicht. Was ist das für eine Aufgabe? Ich kenne die nicht. Kunstkrieger Jesus. Vielleicht. Aber damit fällt es nicht ein. Vielleicht wird die nötige Inspiration. Vielleicht müsst ihr mir einen kleinen Tapetenwechsel. Ich hab gehört, die Isla Galava kann sehr interessant sein. Willst du mich? Nein. Isla Galava, da geh ich. Nee. Da gehe ich noch nicht hin. Tut mir leid, aber da gehe ich noch nicht hin. Ja, die machen wir im nächsten Mal, ne? Aber wir machen die Aufgabe, ist eine neue Aufgabe. Schauspielende Prinzessin Paula. Kennst du Rosalina? Das Schloss anfangs ist ihre Heimat. Ich wäre gern enger mit ihr befreundet. Deshalb musst du das hier auch nicht annehmen. Es ist ein Geschenk für sie. Bitte gib es Rosalina. Oh ja, es ist schon. Du hast die Quest von Paula angenommen. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Wir machen die Aufgabe noch in diesem Part. Ich glaube, wir schaffen das. Vielleicht sogar haben wir noch viel Zeit dann, aber ich weiß nicht. Ich schätze mal. Ich hoffe, ich habe alles hier gemacht. Aber es sieht gut aus. Ja, Leute, jetzt guckt ihr, ne? Jetzt guckt ihr, alles gemacht. Ne? Aber ich frage mich immer noch, was das hier oben ist. Da darf ich jetzt mal kurz gucken. Oh, da geht's weiter. Krass. Frostwindspitze ist auch neu, glaube ich. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Aufgabe in der Frostwind-Dings. Ich habe den Namen wieder vergessen. Egal, wir gehen zur Prinzessin. Das ist auch mal cool, wieder hier reinzugehen. Das war ja irgendwie Part 13, irgendwie so, als wir die. Nee, Part 11 oder so. Da haben wir die gefunden. Ist immer noch am Spielen. Ich bin am glücklichsten, wenn Donald Trump bei mir ist. Ich würde den Prinzessin beschützen. Das ist von Paula. Bentix überreicht Rosalinas Paket. Eine Spieldose? Schon passt, ne? Rosalina freut sich sehr. Da hat sich aber jemand über das Geschenk gefreut. Jetzt aber schnell zurück nach weit gereist. Ich schräg gerade so schnell, ne? Okay, sag nicht mal Danke oder so. Egal. Ist ja die Prinzessin, die hat ja gut geht. Und der König, Knossi. König Knossi. Und Drach, wie findest du eigentlich hier einen Flachlandhügel? Ja, oh, sieht schon sehr cool aus. Ja, ne? Hab was. Ja. Hallo, da bist du ja wieder. Und wie ist es gelaufen? Oh, es hat dir also gefallen. Ich wusste, dass mein Ausdruck richtig war. Vielen Dank. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Mühe. Königsfleisch, Hammer-Tata und Golemsteak. Du hast die Quest von Paula abgeschlossen. Gut, Leute. Im nächsten Part machen wir dann, würde ich sagen, zwei Aufgaben. Einmal die hier, leicht, von den Typen hier. Und ich würde sagen, vielleicht die hier noch.
Ich weiß nicht, wie lange die dauern. Ich glaube, die dauern schon ein bisschen länger. Linke zumindest. Aber ich würde das Video jetzt erstmal beenden. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, die Aufnahme versteht man besser wie in den letzten 50 Parts. Egal, ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.